Aha, das ist also die Tochter von Lamb. Ist ja interessant. Ich habe ein Kleidchen. Oh. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass es die Signal Iduna gibt. Das fiel mir jetzt gerade so spontan ein, irgendwie. Vielleicht hättest du auch mal eine Versicherung abschließen sollen, Kumpel. So, Fallnieten gibt's jetzt auch. Aha. Du hast Spezialmunition. Drücke das digitale Steuerkreuz, um den Munitionstyp zu ändern. Spezialmunition fügt über eine Vielzahl an zusätzlichen Effekten und Funktionen. Wähle für jeden Gegner die richtige Munition. Mhm. Ah, hier geht das Wechseln wesentlich schneller als im ersten Teil. Merkt man schon. Okay, bleib mal bei der Nietenpistole. Aber wie kriege ich denn... Wie komme ich denn daran vorbei, ohne dass ich... Warte mal. Das geht auch, okay. Das funktioniert nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das vielleicht. Das funktioniert auch nicht, okay. Das funktioniert auch nicht. Wie soll ich denn daran vorbeikommen? Frage ich mich gerade. Ach so, mich treffen die nicht. Ach, das ist ja interessant. Das muss man auch erstmal wissen, ne? Oh, hallo, Lady. Na, haben sich aber echt schön bequem hier gemacht, muss ich sagen. Dr. Su Chongs Tod war ein schwerer Schlag für das Protector-Programm. Aber langsam wachse ich in seine Rolle hinein. Und merze die Fehler aus, die seine Nachlässigkeit mit sich brachte. Wir nehmen wieder Fahrt auf, aber ich bin noch nicht zufrieden. Sicher, der Big Daddy verteidigt das Mädchen, aber er ist nur auf Kampf programmiert. Wie ein Schäferhund, der nur dumm herumläuft, sobald einmal kein Wolf seine Herde angreift. Ist kein Angreifer da, ist seine Little Sister für ihn nicht mehr als eine Zimmerpflanze. Wir brauchen aber eine stärkere Beziehung. Eine unzerreißbare physische Bindung. So, dann hacken wir es nochmal. Jawohl. So. Ich kaufe nochmal... Ja, zwei Eve-Spritzen. So. Dann haben wir wieder vier. Medipacks haben wir voll. Ah, Atlantic Express. Wir sind gerade hier im Atlantic Express Depot. Aha, Paupers Drop und Fontaine Futuristics. Da müssen wir hin. Das ist also, wir müssen durch den Dionysus Park. Rein. Amusement. Müssen wir auch noch durch. Die Strecke müssen wir gehen. Das wird noch lustig. Mal direkt mal die Fallnieten ausprobieren, wenn wir schon einmal dabei sind. Und ich höre eine Kamera. Da hinten ist sie. Warte mal. Ich probiere das mal aus. Treffe ich die Kamera? Sehr schön. Oh! Oh, das funktioniert super. Das funktioniert ja toll. Hätte ich nicht gedacht. Okay, die Kamera ist definitiv auf unserer Seite. Das ist schon mal gut. Hier haben wir noch Fallnieten. Da haben wir noch einen Mülleimer. Den haben wir noch nicht durchsucht. So, frisches Wasser und Dosenbohnen haben wir gegessen. Kartoffelchips brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Sprechanlage. Hier im Tickethäuschen? Wo? Hä? Ach, hier. Siehst du? Das ist der Grund, warum ich Sophia Lamb bekämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So,
sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Len wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Okay. Dann würde ich sagen, wollen wir mal. Komm noch her! Warte mal. Das war die falsche Munitionslinie gerade auch. Ziel abgeschlossen. Wäre Sophia Lamps Splicer ab. Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Ist nicht so schlimm. Bin im Bioshock 1 auch immer alleine rumgelaufen. Ja, sieh einer an. Der aufrechte Ritter. Komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Hi. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Mhm. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Jupp, bis bald. Erstmal hacke ich den Automaten. So, wir haben einen Verbandskasten. Können wir nicht, weil, warte mal. Nein. So. Willkommen im Zirkus der Werte. So, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, obwohl ich eigentlich mit den Nieten bis Nieten-Munition rumgeballert habe. Aber gut. So, schauen mal. Wo geht's hier hin? Hier geht's zur Südoststrecke. Mhm. Schau mal eben, hier ist hier irgendwas. Ah, Atlantic Express. Der Fahrplan. Okay, okay. Ich würde gern zu Fontaine Court. Da möchte ich gerne hin. Weil dann können wir das Spiel direkt aufhören. Weil dann sind wir nämlich sofort da. Oh, wir dürfen wieder mit der Bahn fahren. Aha. Boah, ist das eine coole Musik. Da 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 da. Ryan's Amusement. La 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 la. Schnapp schnabbeli schnapp 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 schnipp schnibbeli schnapp schnapp schnapp. Dab dabidi dubidi dab dab. Boah, ist das eine coole Musik in dem Zug. Ich würde gerne sehen, wie wir da rumfahren. Das wäre noch irgendwie geil. Wenn man da noch die Strecke sehen könnte durch ganz Rapture oder so. Das wäre richtig geil. So, dann gucken wir mal. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich Ryans irgendwie Apartment sein oder so. Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Nein. Wie bremse ich denn hier? Bremsen. Achso, macht er automatisch. Okay. So. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Mhm. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Ein Vergnügungspark, das klingt doch lustig. Das ist doch genau mein Ding, würde ich sagen.
So, dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall das Abfackeln. Das haben wir im ersten Teil ja auch gekriegt. Im ersten Teil haben wir, glaube ich, auch erst Elektrobolt und dann Abfackeln. Genau dieselbe Reihenfolge. Aha. Also nicht Apartments von Ryan, sondern Vergnügungen. Also ein Vergnügungspark gab es ja auch. Ist ja interessant. So, ich schaue mir natürlich erstmal ein bisschen um zu gucken, ob hier noch was ist. Okay, Nieten haben wir voll. Gut. Ich wechsle mal auf den... Warte mal. Ich wechsle mal auf den Bohrer. Obwohl, der hat nur die Hälfte von Treibstoff. Komm, scheiß was drauf. Mhm. Und hier werde ich also einen Elektrobolt wieder nehmen. Wir sind nur die Steine, die den Weg bereiten. Oh ja. Interessant. Oh, hier liegen Bohnen rum. Dosenbohnen, Kaffee. Hier ist Anti-Jammer. Da werden wir wiederbelebt, falls wir sterben sollten. Bisschen Geld. Nieten haben wir genug. Und dann gucken wir mal, wie der Freizeitpark aussieht. Sie ist unsere Rettung. Komisch. Wir werden wiedergeboren. Irgendwie wollen die immer, dass die gerettet werden, ne? Ach, das haben wir noch nicht gehört, oder? Sophia Lamb hat Rapture an sich gerissen und steckt hinter den Kindesentführungen an der Erdoberfläche. Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, aber ihre Splicer zerstörten mein U-Boot und zwangen mich zu fliehen. Aber in diesem Ticketschalter hier bin ich sicher. Ich habe bereits ein paar von den neuen Little Sisters vor Lamb gerettet. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Mhm. Hey, komm Penner. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Statte dem Museum einen Besuch ab. Vorstellung, die Reise zur Oberfläche. Mhm. Die Reise zur Oberfläche, okay. Was steht hier? Werbung für Sinclair Deluxe. Ah ja. So, dann gucken wir doch mal. Haben wir hier irgendwie was? Okay, Zeitungsstand. Boah, Alter, hier sich die Schuhe putzen lassen, das ist doch ein mega Ausblick. Mega. Okay, dann gucken wir mal. Okay, hier mal ein Fass. Willkommen bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte. Wir sind in der Lobby. Okay, Souvenirs. Hall of the Future. Park Security. Alter, wie geil, ein Unterwasser-Freizeitpark. Ich bin gespannt. Ich lass mich echt überraschen. Vor allem, was für lustige Attraktionen es gibt. Wahrscheinlich eine Unterwasserschiffschaukel. Der war gut. Der war ein Schenkelklopfer. So, ich habe jetzt mal nichts am Automaten gerade gekauft. Wir haben gerade gesehen, dass im Eis was feststeckt, was wir dann freiräumen können, wie ein Tonband und so. Das heißt also, wir kommen hier definitiv noch zurück. Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Schauen wir mal. Klar müssen wir zurück, weil... die hätte ich gerne. Das sind auf jeden Fall die Waffen auch aus dem ersten Teil. Bis auf, wie gesagt, die hier. Die kenne ich gar nicht. Weil wir müssen eh zurück. Wir müssen ja zur Station, um uns den Weg freizuräumen. So, bald haben wir unseren Treibstoff voll vom Bohrer. Wenn das so weitergeht. So, hier haben wir ein paar Mützen. Aha. Power to the people. Alle Macht dem Volk von Tains Futuristics. Waffen-Upgrade-Station. Waffe verbessern. So. Treibstoffeffizienz für Bohrer.
Kühldüsen ölen den Bohrer, sodass der Treibstoffverbrauch verringert wird. Erhöht den Bohrschaden. Bohrer an der Stelle erhöhen den Schaden. Erhöht den Schaden, wirkt sich auf Bohrdrehung sowie Melee-Attacken mit dem Bohrer aus. Erhöhter Schaden durch Nietenpistole. Ein Hochdruckschussmechanismus sorgt für erhöhte Durchschlagskraft und Schaden. Ladestreifengröße für Nietenpistole. Ein größeres Magazin erhöht die Ladestreifengröße, sodass dem Nachladen 50% mehr Schüsse abgegeben werden können. Ich will überlegen, entweder das mit dem Ladestreifen oder den Treibstoff für den Bohrer. Jetzt bin ich überlegen, was nehme ich denn? Was macht mehr Sinn? Der Bohrer ist ja mehr für Nahkampf, ne? Nutzen wir eigentlich jetzt momentan eher weniger. Den Bohrer können wir immer noch verbessern. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal. Schaden ist okay mit der Nietpistole. Machen jetzt erstmal hier mehr Munition. Jawohl, jetzt kriegen wir 18 anstatt 12 rein. In die Pistole. So, und als nächstes machen wir dann den Bohrer, damit der mehr Schaden macht. Dann können wir die Melee-Attacken auch verbessern. So. Ich gehe mal ein bisschen langsamer vor, weil man weiß ja nie, ob hier wieder irgendwelche Geschütze stehen, so wie im ersten Teil, oder halt Kameras. Ich will irgendwas funkeln. Aha, da müssen wir was hacken. Hier ist ein Tonband. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Zu seiner eigentlichen Verherrlichung oder wirklichen Verherrlichung. Okay. Engel erinnern sich, also tun wir es auch. Kann ich zum Spielen rauskommen, Mr. B? Wir werden wiedergeboren, okay. Also ein Mr. B läuft da auch wieder rum. Ich weiß nicht, ob es hier auch wieder Little Sisters gibt, die wir befreien müssen. Kann ich gar nicht sagen. Karte. Wir haben eine Eintrittskarte. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Aha. Also doch. Also brauchen wir doch Adam wieder. Wenn schon, denn schon, ne? Wie geil der schleicht. La 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 la. Ihr Herren Choppers, versteckt euch! Und kein Scheiß diesmal! Ich schau gerade mal, ob wir da irgendwo jemanden finden. Sehe ich hier jemanden? Also ich sehe hier keinen irgendwie großartig. Ich habe zwar einen gehört, aber... Na gut, man weiß ja nie, ne? Alter, uah! Okay, okay. Das ging ja gut zur Sache. Okay. Alter Schwede. Oder die Waldfrucht, alter Falter. Boah. Okay. Da kommen wir später noch hin. Brauche ich irgendwas? Nee, wir haben eigentlich soweit alles.
dann würde ich sagen, betreten wir mal den Park. Geh in den Park, Ziel abgeschlossen. Neues Ziel, finde eine Little Sister in der Eldorado Lounge. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Mit welcher Euphorie ihr das sagt. Viel Vergnügen in unserem Park. Das muss heißen, herzlich willkommen in unserem Freizeitpark. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Yeah! Und ich so, viel Spaß in unserem Park. Alter, da hätte ich schon keinen Bock mehr weiterzugeben. Gratisprobe. Was haben wir hier Schönes? Gesammeltes Tonika. Erstes Gentonikum erhalten. Tonika sind passive Fähigkeiten, die in einer Reihe nützliche Wirkung haben. Im Gegensatz zu Plasmiden müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten ihre Wirkung, sobald sie ausgerüstet hinzugefügt werden. Neues Tonikum. Schnelligkeitsschub in der... Kleiner Moment. Musste kurz husten. In der heutigen gefahrenvollen Zeit kann es nie schaden, schneller zu sein als der andere. Denk daran, dass es ja nicht unbedingt mit einem Splicer aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon schneller als dein Nachbar zu sein. Ja, das... Ich pack das mal hier hinten hin. Jetzt kann ich mich wahrscheinlich ein bisschen schneller bewegen. Okay, das sind passive Sachen, die automatisch auch aktiviert sind. So, wo geht's hier hin? Geschenkboutique. Aha. Cool. Okay, ich gehe mal hier lang. Stuff only, da kommen wir nicht rein. Hier ist noch eine Kiste. 50er Kugeln? Das ist aber eine andere Munitionssache gewesen. Ich vermute mal, dass wir noch eine andere Waffe gleich kriegen werden. Okay, hier geht's nirgends so lang. Dann schauen wir mal. Was eine geile Türsteuerung. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier Schönes? Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen. Ich frage mich generell, wie die angefangen haben zu bauen und wie das Ganze angefangen hat und tralala. Und da musst du irgendwie einen Anfang genommen haben. Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Aha, krass. Interessant, dass wir das jetzt erzählt kriegen. Finde ich ganz cool. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Dann haben sie die Plattform quasi verankert, war so der Stein des Anschlages quasi, also der Stein, des, wo es losging. Hall of the Future. Können wir da rein? Ah, cool. Verdammter Schrotthaufen! Du hast das kaputt gemacht, nicht wahr, Hedner? Alles, was du anfasst, wird zu Scheiße. Okay. Ich würde doch gerne erstmal... Okay, ich gehe doch nochmal erstmal zurück. Erstmal hier gucken, bevor ich jetzt da weitergehe. Karte von Ryan. Okay, you are here. Und ein Turmband. Hey. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber... Mann, oh Mann, ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Kaugummi aus! Du wirst noch ersticken! Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient, aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donny, ich hab gesagt... Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran.
Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Interessant. Alles auch nur Augenwischerei. Alles Augenwischerei. Alles Augenwischerei. Schön Erzählerei. Ryan hat alles schön erzählt, bla bla. So ist es gewesen, aber so war es nie. Oh, was haben wir hier? $2. Aha, Wahrsager. Sollen wir uns mal die Zukunft voraussagen lassen? Vielleicht hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt. Toll. Toll. Ja, ich habe was Schlimmes angestellt. Ich habe $2 in einen Automaten investiert, der nutzlos ist. Und das war mein früheres Leben. Ist gerade 2 Minuten her. So. Hier ist der Giftshop übrigens. Also nicht Giftshop, sondern halt... Ne, ihr wisst schon. Der Souvenirladen. Was, 25? Achso, 25 Cent Wühltisch. Krabbeltische gab es hier auch. Oh, hier gibt's Aufziehhaie, Alter. Die kannst du dann in der Badewanne versenken und die können dann, die schwimmen dann wahrscheinlich. Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Okay, wir haben extra Geld bekommen durch den Safe-Hacken im blauen Modus. Warte mal. Finde ich ganz geil. Also wenn wir Saves hacken und im blauen Bereich landen, kriegen wir extra Geld. Wo ist denn der eine? Der lacht doch hier gerade, oder? Oder ist er hier? Okay, der hat nichts bei sich. Liegen noch Nieten. Wir haben so viel Kohle. Das ist super. Das ist gut, dass wir so viel Geld haben. Und auch ein bisschen vorsichtiger hier vorangehen. Die Tür öffnen wir sofort. Ich schaue nochmal eben. Okay. Oh Gott, hier betet dir einer. Hier betet dir einer die an. Ey, das gibt's ja gar nicht. Und dann noch auf dem Klo. Wie makaber ist das denn bitte? Schwere Nieten. Oh, wir haben schwere Nieten sogar bekommen. Schwere Nieten verursachten zusätzlichen Schaden wahrscheinlich. Frischwasser trinken. Ja, machen wir mal. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Aber dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil verdrehten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt hat Andrew Ryan vielleicht recht. Rapture ist die Erlösung. Mhm. Rapture ist die Erlösung, ist klar. Die ist genauso verrückt, die ist genauso... Funktioniert das noch? Ah, geil. Die ist genauso verrückt wie Ryan. An diesen Geschmack werden sich erinnern. Werbung für Beefree. Beefy. Für Beefy, guck mal an. Für Beefy wurde ja auch Werbung gemacht. Also kann das noch gar nicht... Kann es noch gar nicht so lange her sein. Die Tür war doch gerade zu, oder? Ich habe gerade einen Schatten gesehen. Willst du mich verarschen? Ach, das waren wir selber. Oh Gott. Ich erschrecke mich von meinem eigenen Schatten. Ich bin so hohl. Das... Alter! Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Woher wusste ich das nur, dass wir da Gesellschaft kriegen? Das waren noch nicht alle. Da sind noch mehr gespawnt, oder?
dem ich Automat, dem ich Wahrsagerautomat. Anstatt er mir mal die Zukunft vorausliest oder voraussagt und sagt hier, ja, du wirst dieses Spiel schnell durchspielen können. Und du wirst überleben. Hey, das wäre doch mal was. Mhm, da läuft einer im Eingangsbereich rum, wo wir reingekommen sind. Gehen wir doch da mal hin. Gehen wir den mal besuchen. Aber ich würde gerne erstmal die Treppe runter, bevor wir in der Tür weitergehen. Okay, drei Nieten. Wir haben auch nur drei, glaube ich, verschossen. Ich gehe mal nach unten. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Die große Kette. Das war ja Ryans Idee. Okay, wir kriegen ja, glaube ich, irgendwie MG-Munition, wenn ich das richtig sehe. Zwei Automaten. Okay, hacken wir mal. So, was haben wir denn hier? Okay, wir können hier Bohrertreibstoff nieten. 40 von 72. Fallnieten. 50er-Kugeln. 50er-Kugeln für das Maschinengewehr. Aha, also kriegen wir... Ah, wir kriegen also Maschinengewehr. Guck an, das ist schon mal gut zu wissen. Gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwas kaufen, weil wir haben ja eigentlich soweit alles. Warte mal. Ich hack nochmal eben. Und wir kriegen... Hackpfeile. Warum nicht? Dafür können wir uns nochmal einen E-Spritze und einen Verbandskasten holen, weil dann haben wir nämlich beides voll. Und damit sind wir gut ausgerüstet. Ich denke mal, wir können weitergehen. Was? Wo geht's hier lang? Hier geht's nirgendwo lang. Okay. War da oben? Ah, ne. Ich dachte schon, da oben wäre jemand. Jemand muss auf dem Grundstück sein. Ich höre da schon wieder jemanden. Okay, warte, ich gehe hier hoch. Jemand muss auf dem Grundstück sein. Ach, da hinten lief sie doch gerade. Ich habe sie doch gesehen. Irgendwo da hinten war sie gewesen. Schau mal, da läuft sie. Die hat aber, glaube ich, keine Waffe. Ne? Kann das sein? Lass dich erlösen. Mit meinem Bohrer. Hammer time. Ich glaube, ich habe jetzt zum dritten Mal schon die Leiche durchsucht, obwohl nichts drin ist. Ja gut, ich bin ein bisschen neben der Spur. So, okay, jetzt gehen wir mal hier lang. In der Halle der Zukunft. Oh oh. Warte mal, geht das? Das funktioniert sogar. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mehr Schaden an. Also, okay, können wir die auch hacken, die Klamotten? Sehr geil. Dann arbeitet der jetzt für uns quasi. Der müsste sich doch umdrehen, oder? Das ist sehr schön. Dann können wir den Automaten nochmal hacken und nochmal gucken, dass wir hier... Ist alles auf den Beinen, außer... Hey, Bohrertreibstoff. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Ryan Industries immer noch nicht probiert. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln Sie sich weiter. Noch heute. Mhm. Was wollte ich gesagt haben? Ich finde das Hacksystem hier beim zweiten Teil wesentlich besser. Es ist wesentlich einfacher als wie beim ersten Teil. Okay, hier sind die ganzen Plasmide. Wählen Sie Ihr Plasmid aus und entwickeln Sie sich weiter. Das werden wir tun. Hier kriegen wir wahrscheinlich unser Plasmid, was wir brauchen. Aha, Gather's Garden ist da wieder. Plasmide. Dann schauen wir mal. Hier entlang zur Kirche von morgen. Okay, da können wir auch zurück dann später. Wenn wir das Plasmid haben. Ein Zitat von Andrew Ryan. Huch. War ich nicht. In what country is a place for a people like me? Aha, in was für ein Land ist Platz wie ein für einen Mensch wie mich? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, warte mal. Nein. So. Das sieht mir ungeheuer aus hier. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren.
Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze. Für diese Männer hat Rapture keine Wände. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Irgendeinen körperlichen Reiz. Vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare, verbunden durch tödliche Liebe. Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall unser Plasmid. Wir haben null Adam. Stimmt. Wir brauchen erstmal eine Little Sister. Das heißt, wir müssen erstmal eine Little Sister finden, um uns das Plasmid leisten zu können. So, dann schauen wir mal, wo wir die herkriegen. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo wir hin müssen. Das ist schon mal gut. So, der Automat läuft auch für uns. Das ist gut. Okay, pass auf. Wir machen das so. Wir machen das mit der Suche nach dem Plasmid in einer weiteren Folge Bioshock. Und dann schaltet ihr wieder ein bei Bioshock 2. Ich freue mich sehr. Also, bis demnächst. Ciao.